Der Mark hat mich getötet. Warum muss das Tor genau in diesem Moment? Oh, Sieger, du bist sowas von gearscht. So, und schon haben wir das Drop Limit erreicht. Vielleicht hat er mich auch jetzt wieder entmutet. Das kann ich leider nicht sehen. Warte, ich könnte. Ach nee, das kann ich auch nicht sehen. Egal. Digga fummelt immer freitags an sich rum. Wenn er jetzt schlau ist, Frag mal. antwortet er darauf Frag nicht. alle. Er hört mich nicht, glaube ich. Ja. Ich würde mich interessieren, woher du genau über den Plan Bescheid weißt. Digga, guck mal, mein neuer toller Helm. Oh mein Gott. Gut, nicht Helm. Can kill the spy if you like. Ja, es ist ja eigentlich ein Helm, es ist ja so eine Wasserglocke, keine Ahnung, Fischglas oder sowas. Look, look. Autsch. Ja. Riven und ich sehen uns einfach nicht. Komm auf Der den Lars hat Lars, so ich will den Schönes zu Kopfschuss Sieger geben. sagen. Ich warte die ganze Zeit auf den Lars. Auf unserem oder auf eurem? Na, schon auf euren, also. Das kann ich aber nicht. Ich sehe mal nur so einen anderen Sniper, aber der hat kein so ein Duell-Ding über dem Kopf. Was? Boah, 0 Kills, 12 Tode. Ich bin super. Fuck. Nö. You can't do the wrong neighborhood, motherfucker. Hi, Ist bist du ein irgendwie... Arschloch? Hallo? Hallo? Das war's mir wert. Hört ihr mich? Ja, ich dich. Ah, oh, gut. Das ist irgendwie hängen geblieben. Ja, Weiß nicht wahrscheinlich wieso. nur nicht. Ich war Digga, hörst verkleidet, du aber die mich? Digga, sag mal Sandy-Tüte was. knackt. Mal sind Pieper mal. Okay, ich glaube, hört er mich. Hört mich nicht mehr. Mein Gott, nein, er hört dich nicht. Okay. Das Coole ist, es wird aufgenommen, aber Sieger hört es nicht. Also, nicht schauen, aber. Ja, jetzt können alle Gemeinheiten sagen, die ich noch sagen kann. Also Ach. hören, die ich nicht so sage. Sieger könnte sich nicht gegen wehren. Ja, ist so dumm. Und er denkt keinen Schritt weiter voraus. Toll. Das war ich. Oh, ich sehe dich mit deinem tollen Hut. Ich laufe hinter dir, obwohl ich im gegnerischen Team bin. Oh nein. Ah, du bist Ja. tot. Danke für diese Information. Das musste sein. Ich glaube, ich gehe jetzt auf. Okay, noch kurz. Ich muss einfach sagen, ganz klein Schniedel. Ich konnte es jetzt nicht mehr ein drin halten, Weiter okay? geht's. Ja, Entschuldigung, das muss jetzt einfach mal raus. Dass du einen kleinen Schniedel hast. Nein, sie hat einen kleinen Schniedel. Aha. Weißt du? Schnurrwutz. Wir haben es ausprobiert. Ich frage nochmal, woher weißt du über sowas so genau Bescheid? Nun ja. Dienstag und Mittwoch. Genau. Ja. Dieser Gemüt hat nämlich keine Freundin. Lass mich raten, er sagt die ganze Zeit irgendwelche kindische Scheiße. Ja, Ja, nie im Leben. Hey, nicht mich töten. Ach so, du wusstest das, na egal. Ihr beide, auch das ist ja deprimierend. Und der erste Ja, Platten okay, ich nenne ich scheiße dann mich das nicht jetzt nicht nur nennen, ich will Heavy Styles. es. Er gibt uns gerade wertvolle Informationen über dich, Sieger. Ah, interessant. Ist eigentlich nur 1,30 groß. Wiegt aber dafür 180 Kilogramm. Dann sage ich mal einen einzigen Satz, der alles über ihn entschleiert. Er ist eine Frau. Marco der Killer ist in Wirklichkeit eine thailändische Ladyboy-Nutte. Yes! Yes, das hat's Ich voll wusste gebracht, es, ich hatte es im Oder Gefühl. um es anders auszudrücken, 12-jährige Ich Ladyboy-Nutte. bin du. um es anders auszudrücken, er ist, Du. Oh fuck, der Bruder. Um es genauer auszudrücken, er ist ein misslungenes Experiment einer polnischen Zigeunerin und ihrer Zeit.
Und er sollte sich mal die Zähne putzen, weil morgen ist Pferderennen. Ahaha, wie witzig. Marco, ich hab dich noch gekriegt. Ich weiß, ich hasse dich. Ich freue mich jetzt über jeden einzelnen Kill. Body das ist mein shot. Erster richtiger Kill, der keine Ja, Assist tut mir ist. Leid, wo ist gejuggelt? Also hören wir, also Sieger ist 1,30 groß, wiegt 180 Kilogramm, hat mit drei Tauchen angefangen, leidet schon an Lungenkrebs, an Impotenz. Krebs. Warum dann Dienstag und Mittwoch? Weil er es einfach wissen muss, wie es ist, aber nun ja. Okay, ich verstehe. Ja, der kleine Sponner hier auf dem Teamspeak. Digga, du musst dir die Folge angucken. Ja, das muss, der muss sich die echt angucken, ey. Das ist der größte Fehler seines Lebens. Also, er besorgt es jeden Mittwoch seiner Mutter. Oh, ey, nein, das ist hart. Ja, aber er hat ich schmeiß euch jetzt gleich vom Teamspeak. Okay, ich bin okay, das war etwas hart. Die Woche geht schon wieder so weit runter. Ja, die Messlatte geht sehr weit runter. Kann ich glaube, aber so ein langes Lied habe ich gar nicht, was ich rüberlegen kann. Kein Lied rüberlegen. Nachher ist ein Video. Ich bin doch einfach selber eins. Ja. Oh, wir können, das ganze Schimpfwörter. Wir können ja auch ein singen. Wir können jetzt ja ein Lied gemeinsam singen. Genau. Und das fügst du dann da ein. Genau. Fang dir mal an. Wir machen einen dreistimmigen Chor. Und Sieger sagt gar nichts mehr. Sieger? Was? Hallo? Was? Worum geht's? Was ist mit Sieger? Hallo? Weiß nicht. Kann mal gucken. Also er ist auf jeden Fall da. Er ist vor mir, aber er sagt nichts mehr. Ja, warum wohl? Mäuslein, Mäuslein, piep einmal. Leute, ich geh jetzt auf keinen Bock mehr, ich bin zu schlecht. Tschüss. Hau rein. Tschüss. Danke fürs Mitspielen. Tschüss. Und ja. Ich muss auch gleich los. Vielleicht spielt es mal. Ciao. User disconnected from your channel. Also wo war ich? Also Sieg ist ein Piep und dann ist er noch ein Piep. Du kannst jetzt aufhören. Nerv. Ja, okay. Erzähl mal was über deine kleinen Eier. Ich erzähl gerne was über deinen kleinen Eier. Dein kleinen Eier, das heißt deine. Plural. Ah, falsche Taste! Ich hab keine Schilde mehr. Das ist blöd. Du Light River, ich troll dich jetzt, okay? Mach doch. Okay. Danke. Nun ja, Sieke, das ist natürlich nur Spaß. Zwinker, zwinker. Es ist natürlich super, mit jemandem zu reden, von dem man weiß, dass er einen gemutet hat. Ja. Aber soll das nachher im Let's Play sehen? Das sogar zu Recht. Gerade Pech. Ach, ich muss ja wieder ganz zum Spawn zurück. Ah. Hey. Das sollte man mal machen. Jeder sollte mal einen muten. Ja. Und er sollte einfach mal so reden. Und was ist, wenn wir alle dich muten? Ja, das ist, Sieg hat jetzt nicht den Zusammenhang verstanden. Das solltest du ihm vielleicht nochmal erklären. Objection. Oh, damn Airpipes. Ich glaube, ich muss echt mehr Demo spielen. Denn Demo sieht doch wesentlich cool aus als den Chess Scout. Ich hab dich gesehen. Kacke. Oh, Sieg, ich mit meinem coolen Helm. Boah, war das ein Shot. Ich hab ihn komplett um die Kisten herumgeleitet. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Nein, ich habe nur gemerkt, dass ich von irgendwas getroffen wurde, über Web geflogen bin und irgendwie. Ja, und ich bin dir, als die Pipe geflogen ist, bin ich hier schon hinterher gecharged um die Ecke herum und hab dir einen mit dem Schwert mitgegeben. Warum spawn ich so weit hin? Oh, wir sind verlieren. Ich glaube, ich gehe wieder NG.
Jetzt, ich will respawnen und ich will wissen, wo Riven ist. Mann. Mitte. Mitte, okay. Du kriegst mich eh nicht. Richtig. Du hast jetzt Nein! irgendwas Schwules genommen wie Heavy. Ich ist in letzter Zeit irgendwie still. Das gefällt mir nicht. Unentschieden. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, schade, Pech. Also Siegel, das war natürlich nur Spaß. Alter, er kann dich nicht hören! Und? Kann auch MLA hören, wenn er sich das überhaupt anguckt. Ne, macht er nicht. Aber beim 100 wird's auch langweilig. Dann hat er Pech gehabt. Gab's hier nicht auch mal Mapvotes oder sowas? Eigentlich schon, aber scheinbar haben die... Ach, ich weiß wieso. Weil die ganzen Server-Plugins, die die drauf haben, vermutlich outdated sind wegen dem neuen Update mit den Kisten und so weiter. Das sind ja Sachen wie SourceMod und so weiter. Und wenn die das nicht aktualisieren, dann läuft es nicht auf der neuesten Version. Deshalb werden die Mapvotes dadurch halt auch ausgeschaltet. Müsste RTV dann nicht auch deaktiviert sein? Rein theoretisch, ja. Das gehört doch alles zum selben Plugin. Ja, das dürfte alles im SourceMod laufen. Oder funktioniert RTV? Ja. Ja. Okay, sehr komisch. Juhu! Oh. Das mag Riven, so ein Warm-Up-Runde, ne? Ja, mit Heavy ist immer geil. Entmutest du mich nochmal? Die Frage war schon gut. Bist du so dämlich oder irgendwie... Dreams die. Irgendwie kapieren die nicht, dass man mit dem Shotgun schneller Leute töten kann als mit der Minigun. Ah, Dio. Oh. Ach, Dreams. Wie könnt, bootest du mich wieder? Oh, G-Pit, das ist cool. Hat er mich jetzt auf Spiel gemutet, oder was? Alter, bist du behindert? Der ist im Gegner-Team, der kann dich nicht hören. Oh, hat nicht gesehen. Ich habe sowieso standardmäßig alle Ingame gemutet. Hab ich noch das ist eine sehr gute Idee. Was denn? Dass man standardmäßig alle mutet. Ja. Voice. Kann man das einstellen? Enable voice in this game, no. Jetzt schreibt mir Marco, unmute mich bitte. Ganz ernsthaft, das ist mir sowas von scheißegal, was du da die ganze Zeit laberst und worüber die anderen sich drüber aufregen. Das kann nur irgendeine Scheiße sein, die aus dem Mund quillt. Von daher ist es mir im Moment relativ egal. Im Prinzip ist es ziemlich intellektuell, aber wenn er 30 Mal in 2 Minuten dasselbe sagt, dann nicht mehr. Intellektuell? Weiß Sieger, weiß wovon überhaupt dem was geschrieben wird? Ich rieche Gas. Deutsches Gas. Gas. Ich rieche Gas. Was bringt dir dieses deutsche Gas? Dreams, wo bist du? Ich hab Angst. Riven, was bist du? Scout, ich hab dich eben einmal abgeschossen. Dreams, was bist du? Was? Was mich abgeschossen? Doch, als dein Deadringer anging. Dreams ist Demo. Okay. Ein schwarzer Mann. Da, Nigger. Da, Nigger. Nigger. Das ist ja nicht so. Fucking no. Nigger, ich hasse dich. Ah, gut, das war. Warte mal, ich bin blau, ne? Okay. Ich hab dich noch gar nicht gesehen. Das ist richtig. Ich war auch gerade auf A. Ernsthaft, Marco, wenn du mich weiter zum Spams, lösche ich dich auch aus der Steam-Friendlist. Das geht mir echt. Ich habe genug Leute, mit denen ich zocken kann. Ich habe genug Leute, mit denen ich auf dem TS reden kann. Ohne Scheiß brauche ich mir nicht antun. Mir rennt ein Spy auf dem Kopf rum. Das verwirrt mich. Also, entweder du nimmst dich jetzt einfach anständig oder ich sag einfach mal ciao. Er weint gerade. Haha, wie witzig. Wieso kann ich das auch nicht hören? Oh nein, scheiße. Oh. Ja. Ich dachte, du hättest mich jetzt.
Komm nochmal in mein Team. Nee, komm nicht in mein Team. Boah, 4 FPS. Du Siegel, dann entschuldige ich mich schon mal für die ganzen Beleidigungen. Bitte lösch mich nicht aus der Friends-List. Guck dir dieses Video an, damit du auch meine Entschuldigung hörst. Natürlich bekommst du irgendwann mal den Hut, den hab ich dir versprochen. Doch. Komm, ich werd beim Duell spielen immer so paranoid. Kann ich verstehen. Start Airpipe. Am besten sind Duelle gegen Deadringer Spice. Nee, normale Spice sind auch nicht. Gegen Derfer sind die besten Duelle. Ja, toll, da kannst du nur gewinnen. Go!